willkommen in Maddys Kochwelt. Heute gibt es mein weiteres Salatrezept und zwar Reissalat mit Thunfisch und Kapern. Und welche Zutaten ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. 1 Liter Wasser, 120 Gramm kleine Tomaten, geviertelt oder halbiert, 125 Gramm Parabold-Reis, 70 Gramm Naturjoghurt, 1 Esslöffel Mayonnaise, 100 Gramm Thunfisch, 140 Gramm Mais, eine Prise Zucker, Salz und Pfeffer nach Geschmack, etwas frischer Schnittlauch zum Garnieren, 10 Gramm Weißweinessig, das sind etwa 1 Esslöffel oder 1,5 Esslöffel, 2 Teelöffel Gemüsegrundstock, wie man diesen zubereiten kann, werde ich euch verlinken, sowie ein gehäufter Esslöffel Kapern. Als erstes werde ich den Reis kochen und zwar 20 Minuten bei 100 Grad auf die Stufe 4. Da kommt einmal das Wasser sowie der Gemüsegrundstock hinein und dann eben der Reis in dem Garkörbchen. Und wie ihr diesen Gemüsegrundstock zubereiten könnt, das werde ich euch gerne verlinken. Den Reis werde ich jetzt einmal herausholen, komplett erkalten lassen und dann werde ich mir eine Soße weitermachen. Während der Reis noch draußen komplett abkühlen muss, werde ich schon mal das Dressing zubereiten und zwar kommen folgende Zutaten in den Mixtopf hinein und werden vermengt 25 Sekunden auf der Stufe 4. Salz, Pfeffer, Zucker, Mayonnaise, Essig sowie Joghurt. Der Reis ist jetzt komplett erkaltet und da kommt eben einmal das Dressing drüber, das Gemüse und das Ganze wird vermengt. Man könnte den noch ein bisschen mit Salz oder Pfeffer abschmecken, falls das noch nicht ausreicht. Dieser Salat passt sehr gut zu Grillarbeiten, eben zu Fleisch oder Fisch oder aber auch zu gegrilltem Gemüse, je nachdem, ob ihr Vegetarier seid oder nicht. Und ich wünsche euch natürlich guten Appetit. Geht auf meinen Blog, da gibt es nochmal alles zum Nachlesen oder zum Ausdrucken. Und seid gespannt, denn nächste Woche gibt es mein letztes und drittes Salatrezept für die Grillsaison. Und welches Salat das ist, seht ihr eben nächste Woche am Dienstag. Guten Appetit!